Hier siehst du gerade eine Wildbiene buddeln. Das ist das Weibchen, wo sich jetzt ein Loch gräbt, die ist begattet und die legt dann ein Ei. Und dann schlüpft im nächsten Jahr die Tochter oder der Sohn von ihr. Und der Zyklus beginnt von vorne. Vor allem wie klein die ist auch, die Wildbiene. Ist nicht gerade groß. Also ich habe letztes Jahr bei den Bienenwölfen gesehen, dass die... Ja, die braucht jetzt bestimmt ein paar Minuten, um sich da durchzubuddeln. Ja, und vor allen Dingen kann man auch hier wieder schön sehen, jede Wildbiene lebt alleine. Aber irgendwie bilden sie trotzdem Kolonien, wie man hier schön sieht. Das geht ja hier einen ganzen Weg lang. Guck mal, da vorne ist noch viel mehr los. Da fliegen sie sogar gerade. Und die sind ja echt nicht groß. Die buddelt sich auch gerade ein.